Aha. Dann laden wir das mal direkt rein. Mir fehlt jetzt also einmal noch Sprit. Guck mal, das lade ich auch schon mal rein. Aber den Sprit nicht. Denn den möchte ich für hier unten benutzen. So, das heißt, okay, wir machen jetzt Folgendes. Kekse und CBD-Öl. CBD-Öl kann ich machen. Wie viel CBD-Öl brauche ich? Nur eins. Okay, dann ist das gleich fertig. Ich bräuchte einen Keks. Ich kann Kekse machen. Kekse brauchen 20 Minuten. Okay, das kriege ich hin. Hier bin ich fertig. Ja, das bringt mir nichts. Drehen wir nochmal, Alter. Das bringt mir auch nichts. Das ist schlecht, aber ich kassiere es trotzdem. Ich habe ja sowieso genug da. Wobei, jetzt muss ich langsam mit G13 Haze aufhören, weil ich habe nicht mehr wirklich Blüten. So, jetzt holen wir uns hier auch noch ein bisschen mehr Knete. Das kommt halt auch gut. Hör doch auf damit. Zeig ich mal her. Nochmal 10 Diamonds. Geiler Scheiß. Gut, das hätten wir. Das hätten wir. Falsch. Das hätten wir. Und das. Was geht hier jetzt ab? Okay, das ist mir zu heavy. Gut, dann ist das erstmal außen vor. Aber ich arbeite ja sowieso am Zug-Event. Das ist ja eh viel geilerer. So, also, das ist in 20 Minuten fertig. Erstmal sehen. Das heißt, in 20 Minuten kann ich den hier wegschicken. Und dann hätte ich genug Sprit zusammen, um den Zug wegzuschicken. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe doch gerade 10 Diamanten gewonnen. Und wenn ich jetzt 10 Diamanten hier unten reinhämmer, passt das noch, auch wenn ich den Sprit weggebe? Okay, dann brauche ich 20 Diamanten. Aber ich tue es jetzt trotzdem, weil Punkte. So. Wie lange geht das noch? 20 Stunden. Na, wundergut. Okay, also das lade ich schon mal rein. Das ist doch geil. Also dann haben wir am Ende 8000 plus hier, das sind auch, wie gesagt, oh, hier kann man was raus. Das sind hier so um die, ich glaube, das waren um die 2000 hier unten. Und hier oben waren es um die 400. Das heißt, wir sind dann am Ende schon bei 10.000 irgendwas. Und wenn ich es dann schaffen sollte, den Zug nochmal loszuschicken, dann auch nur einen davon, dann räumen wir richtig ab. Aber da hängt es auch ein bisschen mit dem Timing zusammen. Weil das hier braucht, der braucht 2 Stunden, bis er wieder da ist, und der 1 Stunde. Ich könnte natürlich die Zeit reduzieren, aber die 20 Minuten sind jetzt auch nicht so krass entscheidend und wichtig. Das ist ja gleich schon fertig. Aber die Kekse brauchen noch ein Weilchen. Ach so, ich habe ja einen Meilenstein. 37.500 Geld. Vielen Dank. Ja.
Nicht? Ich lasse das mal hier frei. Ich klatsche jetzt nichts rein. Weil wir wollen ja dann am Ende auch die Möglichkeit haben, nochmal was zu produzieren und gegebenenfalls so einen Zug nochmal loszuschicken. Denn in der Zeit, wo die jetzt unterwegs sind, der Zug hier muss dreimal gefahren sein, damit ich die beiden wegschicken kann. Könnte also. Könnte also ein Müh schwieriger sein, die nächsten Züge loszuschicken. Ich weiß also demnach auch nicht, ob ich es schaffe. Ja. Aber wir schauen mal. Wir werden schauen. Ja, also die 14 Minuten würde ich eigentlich schon ganz gerne hier bleiben, weil wenn ich jetzt verschwinde und den Zug erst dann wegschicke, dann kriege ich ja nicht genug Sprit rein. So am Ende. Warte mal, was fehlt denn hier? Also jetzt hauptsächlich wichtig sind die Kekse, denn das CBD-Öl ist ja gleich fertig. Ich guck mal gerade, ob zufällig jemand Kekse verkauft. Das wäre vermutlich hart dumm, weil diese Kekse wahrscheinlich nicht wirklich bezahlbar wären. Also schon, aber teuer. Ne, keine Kekse. Ne. Dafür gibt es ja anderen geilen Scheiß. Aber geht grad nicht. Tja. Pech gehabt, würde ich sagen. Okay, ja, sonst habe ich keine Infos. Ich brauche nur, das ist alles, was ich jetzt gerade brauche. Ich könnte jetzt natürlich nochmal Diamanten benutzen, aber vielleicht, ne, vielleicht benutze ich hier nochmal Diamanten oder so. Deswegen spare ich mir die hier mal. Ja. Gut. Gut, hier habe ich noch 96 Platz frei. Und da nur noch einen. Na gut. Das war ja zu erwarten. Na, ich will jetzt nicht einfach. Warte mal, was haben wir denn hier? Hiervon haben wir 28 auf Lager. Hiervon so gut wie nix. Hiervon einen, davon vier. Also es kann halt auch gut sein, dass ich den nächsten Zug gar nicht wegschicken kann, der da kommt, weil der bestimmt wieder irgendwelche Sachen haben will, die ich nicht habe. Wobei Honig habe ich 9 Stück, Kuchen 3, naja, Kekse, wie gesagt, nichts. Schwer zu sagen. Schwer einzuschätzen.